Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, mit dem Ciao-Motor ist jetzt Folgendes, ich habe jetzt mit dem Besitzer gesprochen. Der hat noch ein anderes Gehäuse aufgetrieben. Das ist schon mal gut, weil momentan irgendwie man kann gucken bei eBay Kleinanzeigen und so weiter, es gibt keine Motoren, es gibt keine Gehäuse und ja, gut. Und da werde ich eben halt mal versuchen, dann mit dem neuen Gehäuse, dass wir den Kanal hier ein bisschen weiter aufmachen. Wie gesagt, über die Jahre gab es zig verschiedene Längen dieser Dichtfläche und auch die Größe hier, das war oft unterschiedlich. Aber mal gucken, was da kommt. Und dann bauen wir daraus wieder einen Motor zusammen. Und ich werde noch mal ein neues Experiment starten. Ich habe ja noch Kurbelwellen, Kolben, Zylinder und so weiter da. Ich habe mir noch mal ein Nachbaugehäuse bestellt. Witzigerweise gibt es bei einem Händler in der Schweiz gibt es auch ein Nachbaugehäuse. Da wird allerdings auch, wenn nicht gerade groß und deutlich, darauf hingewiesen, dass diese Nachbaugehäuse fehlerhaft sind und der Abstand zwischen der Dichtfläche hier und der Kurbelwelle zu groß ist. Und da steht dann auch nur für erfahrene Schrauber. Also man müsste hier dann Material aufbringen, das wieder abdrehen und ja, dazu müsste man natürlich auch die genauen Abmessungen wissen. Und wenn das hier beschädigt ist, dann weiß man das ja oft nicht. Also da bin ich mit meinen Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende. Und ich hätte auch gar nicht die Werkzeuge dafür. Also ich kann weder Aluminium schweißen, noch habe ich eine Drehbank. Das wäre also was für Füchse. Aber da hat ein Abonnent ja schon angeboten, ich könnte ihm das alte Gehäuse hier mal schicken. Und er würde das reparieren. Und das ist ein Abonnent, wo ich auch dem ich ohne weiteres zutraue, dass er das hinkriegt. Gut, also das soweit zu dem Ciao-Motor. Da werde ich die Teile jetzt erstmal zusammenraffen und beiseite packen. Und bis das neue Gehäuse da ist, dann wird das bearbeitet, der Motor wieder komplettiert und zurückgeschickt. Ja, die Boxer, die wird jetzt am Dienstag abgeholt. Endlich, es hat ein bisschen gedauert mit der Spedition, aber die wird Dienstag abgeholt und am Mittwoch soll sie dann beim Käufer sein. Und ich hoffe, dass er viel Spaß damit hat. Ich suche nachher nochmal den Umschlag raus, wo die ganzen Papiere und der ganze Kram drin sind, dass ich das dem Spediteur mitgebe. Ja, und da gibt es ein neues Projekt von, hatte ich ja schon angekündigt, ein Fabrikat, was ich hier noch nicht hatte. Und ja, das werde ich euch mal kurz vorstellen. Ja, wie jeder wahrscheinlich sofort erkennt, eine Puch Maxi. Eine Puch Maxi E, Baujahr 85. Und ja, eigentlich relativ, ja, doch, ist komplett. Ist eigentlich alles da. Tank ist auf den ersten Blick ein bisschen rostig. Ich weiß nicht, ob es nur hier im oberen Teil ist. Da muss ich mit dem Endoskop nochmal reinleuchten und gucken, ob es da richtig, ob es da auch Rost ist. Ansonsten muss der Tank halt entrostet werden. Also es ist jetzt nicht ganz so extrem, aber hier im oberen Bereich sieht man schon Rost im Tank. Das wäre aber nicht das Problem, der Tank ist leer. Ja, E50 Motor drunter, eigentlich alles nichts Besonderes. Von der Maxi gab es ja, also die meisten kennen nur die N oder die S, also die N hinten ohne Federung, S mit hinten Federung. Das ist die Maxi E, also es gab auch bei der Maxi unheimlich viele unterschiedliche Modelle, die aber eigentlich gar nicht so furchtbar unterschiedlich waren. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, man möge mich korrigieren, die Leute, die sich mit Puff richtig gut auskennen,
Die Maxi E unterscheidet sich eigentlich nur, dass sie hinten wohl irgendwie andere Stoßdämpfer hat, die wohl etwas besser sind, und einen eckigen Scheinwerfer. Warum man dann gleich wieder ein besonderes Modell daraus macht, weiß ich nicht. Meine letzte Puch Maxi, die ich hatte, das muss gewesen sein, 92, 93 hatte ich mal eine. Das war noch so eine Ur-Maxi N, also in diesem komischen Gold-Orange-Metallic, silberne, silberlackierte Kotflügel, keine Federung hinten. Da hatte der Motor hier am Einlass noch so eine Stahlbuchse drin. Und die war so, dass man sie nicht ausbohren konnte, weil die Buchse hatte eine Nut und im Zylinder war eine Nut. Und dann wurde wie so eine Art Kolbenring um diese Buchse gelegt. Der wurde zusammengedrückt. Dann wurde das Ding da reingepackt in den Einlasskanal. Klick, saß das Ding drin. Das heißt, ausbohren war nicht, weil die Buchse sich mitgedreht hat. Ich weiß gar nicht, wie ich die damals rausgekriegt habe. Ich habe die wohl irgendwie zertrümmert rausgekriegt, um den Einlass zu vergrößern. Habe allerdings den Einlass dann nicht bearbeitet, sondern damals war das bei den Puch Maxi so, dass der Kolben den Einlass nie vollständig freigegeben hat. Und wenn man damals das Kolbenhemd, ich meine, um ein paar Millimeter gekürzt hat, dann wurde der Einlass erst richtig freigegeben und dann drehte das Ding auch wie die Hölle und war richtig schnell. Das war das Einzige, was man machen musste. Ja, das ist also wie gesagt eine Puch Maxi E. Klar, sie hat hier also schon Rost, aber was ich feststellen muss, dass die Chromteile eigentlich noch ganz ordentlich sind. Also hier auf dieser Seite wurde schon mal ein bisschen geputzt. Am Vorderrad, am Hinterrad haben wir hier, eine Seite ist geputzt und da sieht man, dass man da noch wieder mal einiges rausholen kann. Und die andere Seite, da ist noch nichts dran gemacht. Also wenn es auf dieser Seite wieder so schön wird, sollte es auf der anderen Seite eigentlich auch nochmal wieder ganz ordentlich werden. Also es ist hier noch nichts dran gemacht worden. Die stand 25 Jahre. Ich hatte noch überlegt, ist das Rücklicht in Ordnung? So original, aber das scheint bei der Maxi E tatsächlich so zu sein. Man korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Das Schutzblech ist ja hier an dieser Seite abgeflacht, weil die ja früher, das so ähnlich wie bei der Bergsteiger, dieses lange ovale Rücklicht dran hatten. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen im Netz schlau gemacht. Es scheint so zu sein, dass sie das Rücklicht hier dran gebaut haben, was natürlich Blödsinn ist, weil das diesen Bogen hat hier für die Wölbung, für den Bogen vom Schutzblech. Und hier läuft jetzt natürlich immer Wasser rein, was unten nicht ablaufen kann. Gut, also finde ich ein bisschen schwach, diese Lösung. Rücklicht ist hier unten, fehlt auch schon eine Ecke. Aber das ist ja letzten Endes nicht dramatisch. Lack ist, wie gesagt, ist benutzt, aber ich denke mal, hier kann man noch einiges rausholen. Einfach nur mal durch ordentliches Putzen. Die Händleraufkleber sind hier noch dran. Der Aufkleber ist noch dran. Lenkerchrom ist noch gut. Der Auspuff, ich weiß nicht, ob der original ist. Es steht hier zwar Puch drauf, aber wir wissen ja, die Chinesen fälschen alles. Sieht eigentlich original aus. Jetzt will ich mal gucken, ist die Kurbel hier? Ja, die ist ein bisschen verbogen. Deswegen gab es hier wohl mal Kontakt. Hier sind Schleifspuren dran. Aber das liegt daran, dass die Kurbel wirklich ein klein bisschen verbogen ist. Die hat vielleicht auch schon mal wieder jemand gerade gebogen oder weiß ich nicht. Aber bei den alten Maxis war das ja hier getrennt. Und dann war hier so eine elendlange Gewindestange dran bis ganz hinten. Und dann hat man hier die Mutter festgezogen, dann waren diese komischen drei Ostereier als Schalldämpfer mit so einem Asbestband als Dichtring praktisch noch eingelegt. Und dann hat man diesen Auspuff praktisch hier dicht gezogen. Hier war auch noch so eine Dichtscheibe dazwischen. So eine Graphitdichtung. Ja, das sieht also aus, als wenn das mal erneuert worden ist. Das Ding war in einer Schule. Hat man ja früher oft gemacht, in den Schulen als Projektgruppe Mofa reparieren oder was weiß ich. Und dann haben die teilweise ja auch darauf geübt für die Prüfbescheinigung.
Heute macht das ja keiner mehr. Wer macht heute eigentlich noch eine Mofa-Prüfbescheinigung? Ich glaube, es macht keiner mehr. Aber gut. Das ist natürlich der einzige Punkt, der wirklich ein bisschen schade ist, dass es hier schon angefressen ist. Hier hat wahrscheinlich in der Schule schon mal der Nähkurs sich dran versucht, das ein bisschen nachzunähen. Ja, das wird also das nächste Projekt. Ja, die alten hatten hier auch noch einen Blechdeckel, das ist hier so ein Plastikdeckel. Aber sie ist komplett, es fehlen keine Teile. Das ist alles schon mal ganz gut. Es ist dafür, dass sie 25 Jahre lang irgendwo rumstand, sieht sie eigentlich noch gut aus. Wenn man das hier alles mal ein bisschen sauber macht, da ist also wirklich ordentlich Dreck dran. Züge sind hier teilweise falsch verlegt. Der Gaszug, der gehört normalerweise dann hier rein, kommt da oben wieder raus. Auf der anderen Seite für die Startkupplung der Zug ist genau das Gleiche. Die sind hier so ein bisschen willenlos verlegt. Das gehört sicherlich alles anders verlegt, aber ja, Aufgabe ist, den Motor zum Laufen zu bringen, den Tank, je nachdem wie der drinnen aussieht, einmal ordentlich zu entrosten. Das soll alles ja nicht das Problem sein. Und daraus wieder ein fahrbares Mopedchen zu machen. Ja, das ist auch so ein Klassiker hier. Die sieht man auch in vielen Verkaufsanzeigen, sind die Gepäckträger hier hinten runtergebogen. Hier ist er schon mal gebrochen gewesen und ist geschweißt worden. Das ist immer, wenn einer mal hinten drauf saß, jemand auf dem Moped mitgenommen wurde, ist das Ding hier hinten einfach abgebogen, weil man hat hier natürlich doch schon ein bisschen Hebelwirkung drauf, wenn man das runterdrückt. Aber auch hier, diese Bügel hier sind top im Chrom. Wenn man sich also theoretisch sagt, man macht sich die Mühe, nimmt die auseinander, lackiert sie neu. Ich glaube, diese Dekorgeschichten, das kriegt man alles noch. Könnte man daraus wieder echt ein schickes Mofa draus machen. Ja, und hier hat mal wieder einer, da ist, weiß ich, was da passiert ist. Ist das wohl nach innen verbeult gewesen und hier hat einer mit der Zange. Wunderbar. Knick, 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 knack. Das wieder gerade gebogen. Aber gut, 85er Baujahr insgesamt. Wenn man mal guckt, wie die Maxi-Preise sind ja auch enorm in die Höhe gegangen. Also ich habe gerade mal geguckt, es ist eine drin, eine Maxi N. Völlig beschissen, die war wohl mal blau, ist zur Hälfte mattschwarz überlackiert und völliger Gammel. Und gut, sind Papiere dabei, aber für 1150, dagegen ist das Ding hier Gold. Vor allem die Dinger sind hier auch noch dran. Also ja, schönes Projekt, freue ich mich drauf. Eine Puch. Ich finde die Maxi eigentlich auch ganz schick. Klassisches Rahmentank-Mofa, wie damals auch die KTM, Foxy und wie sie alle hießen. Und von Hercules gab es die ja auch mit dem Rahmentank. Aber schönes Projekt. Und dazu gibt es demnächst mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.